Far Cry 5 ist ein wundervolles Spiel mit einer Physik-Engine, bei der ich mich frage, ob es auch nur für eine Sekunde getestet wurde. Ich weiß nicht, wie ich von hier aus überleiten soll. Kannst du Far Cry 5 nur mit einer Schaufel durchspielen? Wenn man auch nur zwei funktionierende Gehirnzellen hat, sollte die einzige Regel für diesen Run recht offensichtlich sein. Ich darf Gegner nur mit einer Schaufel erschlagen. Legen wir direkt mit einer N24-Dokumentation los, die uns verrät, dass Hope County in den USA von den Jägeristen überrannt wurde. Eine Sekte, die Anime super geil findet und jeden töten möchte, der nicht zu kleinen Mädchen oder Tintenfischen masturbiert. Unser Job ist, ihren Anführer ins Gefängnis zu stecken und die Sekte zu zerschlagen. Dafür fliegen wir an einer kolossalen Ehrenjägerstatue vorbei, die tatsächlich nur ein gewaltiger Spoiler für das letzte Attack on Titan Chapter ist, das in ein paar Tagen rauskommt, und sprengen eine ihrer Versammlungen, wo ich auf die Legende selbst treffe. Ehrenjäger. Zu erkennen am Man-Bun und den sicken Abs. Außerdem die einflussreichsten Mitglieder der Sekte. Kollege, Kollegin Jung und Frau. Ich nehme das Oberhaupt fest und gemeinsam führen wir ihn ab, denn wenn ich eins gelernt habe, dann, dass absolut nichts dabei schief geht, wenn man versucht, Ehrenjäger einzusperren. Dummerweise wird unser Helikopter von ein paar Chinesen gehackt und stürzt ab. Gäbe es doch nur eine Lösung dafür. Eigentlich wäre hier ein Placement vom Sponsor des Videos. Wie ich heute aber erfahren musste, hat man sich dazu entschieden, den Veröffentlichungszeitraum von Mitte Mai auf Mitte Juni zu verschieben. Wir könnten also entweder einen weiteren Monat auf dieses Video warten, oder es erscheint ohne Sponsor. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, um mich bei meinen Kanalmitgliedern und Patreon-Unterstützern zu bedanken, die meine Videos finanzieren, wenn es die chinesische Regierung nicht tut. Ihr seid großartig. Vielen herzlichen Dank. Wenn du mich auch unterstützen willst, kannst du das am besten über Patreon. Und hättest du das schon vor einer Woche getan, hättest du das Far Cry 5 Video bereits vor allen anderen und komplett ohne Werbung sehen können. Denn Patreon-Unterstützer können alle Videos ein paar Tage oder wie in dem Fall eine Woche früher sehen und erhalten immer mal wieder Updates und Bonus-Content. Falls du aber kein Geld hast oder einfach nur nicht unsere kapitalistischen Herren an der Wall Street unterstützen willst, kannst du mich auch kostenlos unterstützen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und einen netten Kommentar dalässt. Vielen Dank also an mich selbst, dass sie dieses Video sponsern. Und nachdem unser Heli abstürzt, gelingt es mir zu entkommen und auf meiner Flucht ein Rohr zu finden. An diesem Punkt habe ich mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich während des Prologs, also bevor das Spiel überhaupt so richtig startet, auch andere Nahkampfwaffen verwenden darf, weil es auf Papier absolut keinen Unterschied macht, ob ich dem Glatzkopf vor mir mit einer virtuellen Schaufel oder einem virtuellen Baseballschläger den Kopf einschlage. Ich könnte das Video auch Far Cry 5 nur mit Nahkampfwaffen durchspielen nennen und dann hätte ich dieses Problem nicht, aber der Titel klingt scheiße. Ich treffe einen meiner Freunde, der es auch geschafft hat zu entkommen. Er drückt mir eine Waffe in die Hand, die ich nicht verwenden darf. Danke. Und legt einen Pro-Gamer-Move hin, indem er sich von den Kultisten niederschießen lässt, bevor wir versuchen, mit einem Auto zu entkommen. Wenn ich mich aus dem Fenster lehne, kann ich sogar die Fahrer der anderen Fahrzeuge K.O. schlagen. Und am Ende der Spritztour stürzen wir in einen Fluss. Der Marshall wird gefangen genommen. Ich werde von einem alten Glatzkopf gerettet und in seinem Bunker mehrere Male erst gegen meinen Willen und dann mit meiner Zustimmung vergewaltigt. Als Dank für die Rettung beansprucht er nicht nur meinen Arsch, sondern auch meine Hilfe, weshalb ich die erste Schaufel im Spiel aufhebe, einen Zivilisten rette und ihn direkt danach als Strafe totprügle, dass er sich gefangen nehmen lassen hat. Außerdem befreie ich einen Sektenaußenposten, indem ich die Peggies, wie sie auch genannt werden, mit einer Schaufel totprügle, plündere einen Bunker und aktiviere einen Radioturm, wonach mich das Spiel in die offene Welt entlässt. Meine Aufgabe ist es nun, meine Freunde zu retten, die Sekte zu zerschlagen und Ehrenjäger festzunehmen. Doch davor besteht Far Cry 5 darauf, mir eine Sektenwerbung vom jungen Kollegen zu zeigen, die ich nicht nach 5 Sekunden überspringen kann, weshalb ich mich dazu entscheide, ihm zuerst das Licht auszuknipsen. Auf dem Weg in die nächstgelegene Stadt befreie ich eine Farm, streichle einen Hund und töte ein paar Bären. Das Kampfsystem ist absolut großartig.
Nebenbei stelle ich fest, dass Sektensilos nicht explodieren, egal wie viele Löcher ich ihnen mit meiner Schaufel zufüge. Zerstören kann ich sie trotzdem, wenn ich sie sprenge, weil ich lediglich keine Gegner mit C4 töten darf. Ein Silo ist kein Gegner. In Fall's End angekommen, muss ich nun nicht nur Peggys mit meiner Schaufelwindel weich prügeln und die Bewohner retten, sondern auch einen Kampfflieger vom Himmel holen. Mit einer Schaufel ist das gar nicht so leicht, aber Gott sei Dank habe ich auch hier eine Lösung parat. Wenn ich mit einem MG den Motor des Flugzeugs zerstöre, töte nicht ich den Piloten, sondern eine Kombination aus Schwerkraft, einer Explosion und der Unfähigkeit der KI, einen Fallschirm zu benutzen. Mit der Stadt wieder unter meiner Kontrolle kann ich nun den Einwohnern helfen und kleine Nebenquests erfüllen. Falls ihr euch fragt, was mich davon abhält, einfach die Hauptquest zu spielen, dieser Balken. Denn erst wenn er komplett gefüllt ist, kann ich dem jeweiligen Gebietsboss das Leben nehmen. Füllen kann ich die Leiste, indem ich so hilfreiche Dinge tue wie Konvois aufhalten oder in ein Sägewerk einbrechen und einen LKW stehlen, mit dem ich dann durch einige Straßensperren hindurch und in eine Kuhherde hineinrase. Wenn ich aber genügend Widerstandspunkte durch Nebenaktivitäten gesammelt habe, geht die Hauptstory weiter. Zuerst werde ich entführt und vom jungen Kollegen gegen meinen Willen getauft, was wohl spirituelle Vergewaltigung ist. Nachdem ich dann vom örtlichen Pfarrer gerettet werde, soll ich jemanden retten, weil es plötzlich seine Kompetenz übersteigt. Als nächstes helfe ich dann einem Redneck, einen Angriff abzuwehren, seine schwangere Frau zu beschützen und sein Flugzeug zurückzuholen, damit ich dann ein zweites Mal entführt werde und vom jungen Kollegen ein Tattoo bekommen soll. Ungeschickt wie ich bin, stürze ich aber die Treppe hinab, finde eine Schaufel und kämpfe mir den Weg aus dem Bunker frei, weshalb ich den Termin im Tattoo-Studio noch einmal verschieben muss. Zunächst helfe ich dieser Frau, einen Friedhof zu verteidigen, denn anscheinend ist es den Toten nicht scheißegal, was mit ihnen nach ihrem Ableben passiert. Das ist ja eine JoJo's-Referenz! Nachdem ich dann den Pfarrer vor seinen Augen ausgeraubt habe, helfe ich diesem Verschwörungstheoretiker, weniger Steuern zu bezahlen. Und dann bei einem seiner Projekte, indem ich zuerst auf einen Turm klettere und alle NSA-Abhörantennen zerstöre. Danach jede Menge frisch geerntetes Plutonium sammle und im Anschluss den gesamten Strom der Region zu ihm umleite, damit er sich in Luft auflösen kann. Toll! Immerhin kann ich mir mit dem Geld, was ich von ihm gestohlen habe, eine Schaufel kaufen, die das Frauenschlagen so toll findet wie ich. Ich weiß zwar nicht, was das alles mit der Hauptquest zu tun hat, aber der junge Kollege besucht mich in der Kirche von Fall's End und verpasst mir eines dieser schicken Spade-Tattoos. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das bedeutet. Jesus hat mir Gott sei Dank einen Stand gegeben und mit meinen Fingernägeln versuche ich, Kolle kalt zu machen. Das geht schief und nach einer kleinen Schaufelei in der Kirche passiert dann das hier. Eigentlich sollte mich das Spiel töten. Ich wollte dann wissen, ob ich Kollegas Flugzeug überhaupt mit einer Feuerwaffe angreifen kann. Und entweder geht das nicht, oder ich habe keinen einzigen Schuss getroffen. Falls ihr der Meinung seid, dass ich die Challenge deswegen nicht geschafft habe, seid ihr der falschen Meinung. Hauptsächlich, weil er mit einem anderen Flugzeug zusammengekracht ist und ich zur Abwechslung einmal wirklich nichts damit zu tun habe. Zurück am Boden der Tatsachen werfe ich Kolle eine Schaufel in den Bauch, nehme seinen Bunkerschlüssel an mich, kämpfe mich durch diesen bis zu meiner Kollegin vor, die erstaunlich lange gebraucht hat, um mich zu erkennen und fast eine epische Meier-Referenz hingelegt hätte, und entkomme dann nach einer kleinen Parkour-Einlage aus dem in die Luft fliegenden Bunker, womit ich ein Drittel von Hope County befreit habe. Als nächstes kümmern wir uns um die Frau, weil es meinen Schaufeln schon im Schaft kribbelt. Und da wir schon auf Seite 3 meines sonst 4 Seiten umfassenden Skripts sind, werde ich euch etwas verraten. Kampfsituationen in Far Cry 5 sind nicht sonderlich schwer. Die meisten Gegner kann ich mit einer einzigen geworfenen Schaufel one-hitten und aus dem Grund werde ich mich ab jetzt mehr auf besondere Situationen sowie die Story fokussieren. Am besten fange ich damit an, die kolossale Ehrenjägerstatue abzureißen. Sieht so aus, als bräuchte ich eine größere Schaufel.
Natürlich könnte man jetzt sagen, dass ein Flugzeug keine Schaufel ist, aber diese gesamte Szene ist eigentlich nur eine einzige große Attack on Titan Referenz, also ist das okay. Ganz oben verbrenne ich dann eine Kopie von Mein Kampf, wofür ich von Jesus gesegnet und dann angefahren werde. In einem Drogentraum, ich meine den Pfaden, treffe ich dann auf Frau, stürze mich für sie in den Tod und überlebe, wonach ich meinen Kollegen, die sich im Gefängnis verschanzt haben, aushelfe und dann einen kleinen Fehler mache, weshalb ich jedem im Gefängnis die Todesstrafe zuführen muss. Um unseren neuen Rückzugsort sicherer zu machen, kümmere ich mich um eine Pumpstation, die Drogen in unser Trinkwasser pumpt. Und back in den Pfaden treffe ich auf einen Wolpertinger sowie Ehren, der mir das Rumbling zeigt. Im Anschluss infiltriere ich ein chinesisches Umerziehungslager. Sehe Superman beim Abhängen zu, na Männer, ein bisschen rumhängen, und befreie die Gefangenen. Dem geht's gut. Darüber hinaus helfe ich einem Yachthafen, weil ich gehofft hatte, zur Belohnung eine Yacht zu bekommen. Stattdessen gab es mehr kostenlose Arbeit, wie zum Beispiel einen Pitbull zu töten. Weil Pitbulls, obwohl sie gerade mal 6% aller Hunde in den USA ausmachen, mehr als 80% aller tödlichen Angriffe auf Menschen verüben. Oder eine ausgebrochene Katze mit Leckerlis zurückzuholen. Schön, nimm diese Scheißkatze mit! Bevor ich dann wieder in den Pfaden unironisch gesagt bekomme, dass das Leben nicht lebenswert ist, wenn man nicht frei ist. Und wisst ihr was? Ja, das ist der Grund, wieso ich YouTube mache. Weil ich es keinen Tag lang aushalten würde, ein Sklave des Staates zu sein. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt einen netten Kommentar für den Algorithmus. Es gelingt mir jedenfalls irgendwie, meinen Kollegen zu retten und, dann haben wir ein Problem. In dieser Version der für die Far Cry typischen Verbrenne-Drogen-Missionen soll ich ein paar Blumen anzünden, was mit einer Schaufel gar nicht so leicht ist. Also manipuliere ich mich selbst in der Vergangenheit dazu, sie mit einem Flammenwerfer anzuzünden. Los, verbrenn diese Blumen. Immerhin ist das Video, das du gestartet hast. Direkt im Anschluss manipuliert Frau dann meinen eben erst geretteten Kollegen durch die Pfade dazu, jemanden umzubringen. Ab diesem Zeitpunkt schreiben sich die Attack on Titan Referenzen quasi von selbst. Dann endlich gelingt es mir, das zu tun, wofür ich gekommen bin. Und zwar sie mit einer Schaufelwindel weich zu prügeln. Frau ist tot. Das Bunkerlevel, ziemlich anstrengend. Und am Ende habe ich ihre Drogenproduktion aufgehalten und auch dieses Gebiet befreit. Zeit, mich um den letzten der drei Wahnsinnigen zu kümmern. Den alten Kollege, der die schlechte Angewohnheit hat, mich jedes Mal, wenn ich den Freiheitsbalken ausreichend fülle, zu entführen und in ein Battle Royale zu werfen. Nach meinem epischen Sieg werde ich dann vom etwas militanteren Zweig der Widerstandskämpfer gerettet. Und als Dank soll ich nun entweder etwas Geld einbringen, indem ich meinen Körper auf der Straße verkaufe, oder einige Aufgaben für sie erfüllen wie Geisel retten, Störsender deaktivieren oder Dinge einzusammeln. Außerdem, auch wenn ich gar nicht daran gedacht habe, da es in den Kommentaren schon gemutmaßt wurde, der Schaufelwerfer ist eine sehr kreative Waffe, die ich ab jetzt ein paar Mal verwenden werde, weil wir in diesem Video schon genug über Nahkampf mit der Schaufel gesprochen haben. Man könnte jetzt zwar behaupten, das wäre irgendwie ein Regelbruch, aber da meine Feinde sterben, weil ihnen eine Schaufel mit 200 km pro Stunde in den Brustkorb gerammt wird, erlaube ich das. Oh, und dann werde ich auch schon ein zweites Mal gefangen genommen, bevor ich dann in einer Blutlache aufwache und mehr Arbeit für den Widerstand verrichten darf. Aber bei meiner letzten Entführung verrät mir der alte Kollege, dass ich von Anfang an einfach nur konditioniert wurde. Pavlov brachte einen Hund zum Sabbern. Kolle hat mich dazu gebracht, all meine Freunde zu töten. Anstatt mich aber gleich zu erschießen, schickt mich der Widerstand los, um Kollege zu töten. Was eine ziemlich anstrengende Sequenz ist, in der er von seinem Aussichtspunkt auf mich runtersniped, während ich an viel zu vielen Gegnern vorbeilaufe, um zu ihm zu gelangen und es mit dem Schaufelwerfer, dem objektiv besseren Scharfschützengewehr, zu beenden. Wenigstens ist es nicht noch ein Bunkerlevel. Mit den drei Herolden tot wird es jetzt aber endlich Zeit, Ehrenjäger zu konfrontieren, zu verprügeln
und festzunehmen. Aber zu spät, denn er hat das Rumbling bereits gestartet. Also fahren wir mit ihm im Gepäck um unser Leben, während Millionen von kolossalen Titanen die Erde zerstampfen. Im perfekten Moment baue ich natürlich einen Unfall, Aaron rettet mich und schleift mich in einen Bunker und gemeinsam werden wir die Erde wie Adam und Eva neu bevölkern, sobald das Rumbling zu Ende ist. Und das ist das Ende von Attack on Titan. Wie immer, vielen herzlichen Dank an all die Patreon-Unterstützer und Kanalmitglieder, die meine Videos finanzieren. Ihr seid großartig. Habt einen schönen Tag!